So, da sind wir wieder. Bonjour. Bei Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012. Und darum bilden wir das Ganze. So, wir sprechen wieder nach. Ja, weil wir gemerkt haben, dass noch wieder was geht. Ja, die nächste Folge fehlt auch, aber danach, die letzte Folge, ist wieder alles schick. So, wir machen Weitsprung Traum. Die Traumdisziplin kommen jetzt so. Genau. Der nette Kommentator erläutert das ja alles. Robin überlegt jetzt, nehme ich Silber? Oh, nehme ich doch nicht Silber. Ich glaube, bei dem Spiel bist du gleich als Erster gestorben. Das haben wir mehrmals gespielt. Kann das sein? Ja, nee, einmal. Ja? Ja. Ach, aber. Nee, ich fand das lustig. Ja, trotzdem, wir verlieren uns immer kacke. Ja, aber es halt von den Wolken, wenn wir weiterhüpfen, dann ist nicht. Ach ja, stimmt. Zu sterben. Ja, ist halt Weitsprung in Yoshis Malbuch. Auf Wolken. Ja, im Malbuch. Man muss einfach von Wolke zu Wolke springen und die anderen runterkicken. Ist Robby nicht so gut geglückt. Wenigstens ist der Ingame-Sound wieder dabei. Robin hatte sich aber Antonio gemeldet. In der vorletzten Folge, glaube ich. Und ist erledigt worden. Der Idiot, der uns negativ bewertet hatte, hieß Lukas. Ist jetzt aber... Also um den wurde sich gekümmert. Ja, ebenfalls knapp bei dir. Ja, schon jetzt gut. Da hast du mich weggekickt. Schon wieder. Schon wieder. Da habe ich die anderen weggekickt, da war ich weg. Und da ist er abgesoffen. Nach 16, 18, 76 Meter. Aber für mich ging es noch weiter. Ich konnte mich ja nervt, ich habe mich nur weggehauen. Stimmt, du kamst irgendwann wieder hoch. Jetzt, da bin ich da unten eine schwere Kugel und da habe ich mir einen Flugball genommen. Er wusste erst nicht, dass er es kann. Da habe ich versucht, mal weggehauen. Irgendwann habe ich getroffen, wieder nicht. Ja. Er wusste nicht, dass er den lenken kann. Ja, da habe ich die ganze Zeit was geschnitten, das ist immer ungefähr. Hab ich an mein Gesicht da drauf gesehen. Dann dachte er sich. Hab ich ihn eingetroffen. Mich auch. Aber hat leider nichts gebracht. Da hat mir geholfen. Da haben beide überlegt, weil Yoshi fast fliehen kann. So ist hier einer weg. Da habe ich Yoshi weggekickt. Da hast du Mario weggekickt. Ja, war vorbei. Dann gab's nur noch mich. Ja, da haben sie weggehauen. Die Scheiße von uns. Die Luftballons waren auch viele Gegner. Ich hoffe, ich hab das weggehauen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich bin selbst reingesprungen. Aber bis jetzt hast du mich noch nicht einmal erwischt. Ich weiß nicht, kann man nicht zählen, wenn wir noch unten. Doch, jetzt hast du mich erwischt. Ja, die Rakete. Das wäre ja peinlich, wenn ich von einem Schei greife. Oh, bin ich selber abgesoffen. Oh. Kein Robin-Schild. Mit 250 Meter Sprung. Wenn ich überlege, weil ich war. Du warst beim echten Sprung, Weitsprung, ja. Nicht so, ne? Ich hab's auch nochmal alleine gespielt, ich schaff's nicht. Ich krieg keinen Weltrekord dahin. Mir ist mal aufgefallen, ich habe mir mal die Videos von dir und Sarah angeguckt, weil keiner noch kein Bubble Dash. Dass wir da voll ruhig reden. Ja? Ja. Ne, wir waren ein Team. Wir waren da voll entspannt. Was kann ich nicht? Und Double Dash war aber auch irgendwie. Das hab ich auch mal gespielt. Ich hab mal Waluigi und mal Mario. Ja, Waluigi. Und sag schon wieder. Mario Kart Double Dash ist das Beste, aber dadurch, dass der andere Controller nicht ging, den habe ich ja einen neuen gekauft, ne? Ja. Der war ja neu, der wurde nicht einmal benutzt. Dann habe ich den mit Sarah bei Mario Party 4 erstmals benutzt. Der ging ja immer, ging das immer noch nicht. Dann war der alte Controller, den wir jetzt weggeworfen haben, gar nicht kaputt. Sondern da war irgendwas in dem Ding drin, in der Stöpselbuchse von der Wii. Ja. Da habe ich mal reingepustet und dann ging der Controller tadellos. Ja, cool, hast du neu gekauft. Ja. Da kommt der alte, der hatte war auf jeden Fall verklebt, weil er abgesagt oder sowas reingelaufen ist. Ja. Sind wir hier beim Rafting, im Traum, Cheat Cheat Plus? Also ihr müsst ja einfach diese Trommel da, das Boot, auf dem wir fahren, kann man lenken und da muss man so kleine Aufgaben bestehen, wie Münzen sammeln, Gegner vernichten oder sowas und dann gegen den Bossgegner da bestehen. Wir, guck mal, die Striche, als ob man uns kaum hört. Ich weiß nicht wieso, wir reden doch laut, oder? Ah. Oder habe ich hier wieder was rumgestellt? Was ist das hier? Tempo? Nee. Irgendwas lauter. Deswegen. Wir sind, glaube ich, kaum zu hören. Hallo? Ich gucke mal. Vielleicht ist ja auch was falsch eingestellt. Hallo, hallo, hallo? Schlägt kaum aus. Komisch. Der Pegel liegt aber bei 100. 100, 100. Schlägt nicht aus. 100, 100, 100. Ist ja sehr merkwürdig. Muss man alles lauter stellen dann. Hallo?
Also, hier habe ich uns gerade gerettet vor diesem fallenden Block. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Block. Nein. Wump oder so? Wumper. Nee. Wumper. Da haben wir die Fische kalt gemacht. Silber springt wieder ein bisschen aus der Reihe, der kriegt es nicht so ganz hin. Ich spiele nicht so, ich verstehe, was machen muss. Du musst das Ding hier lenken und gleichgesetzt. What? Ja, du musst den Fluss entlang fahren und dann diese kleinen Aufgaben bestehen, um Punkte zu gewinnen. Ja. Bitte auf, Robin. Hier beispielsweise jetzt Münzen sammeln, damit wir uns so Punkte verdienen. Wir dachten ja, wir sind alle gegeneinander. Wir wussten gar nicht, dass wir im Team sind. Ja, ich dachte, muss ich alle rausholen. Ich wollte mal Wario versuchen, das zu gucken. Hat dann irgendwann auch geklappt. Okay, jetzt müssen wir beispielsweise 10 Münzen sammeln, um diese Aufgabe zu bestehen. Die Dichte kann man auch mal machen. Dann bist du runtergefallen. Ich hab mal gefreut, aber was wieder da. Oh, siehst du, haben wir nicht geschafft. Da müssen wir den Stachelfisch besiegen. Indem wir einmal alle gleichzeitig springen. Das hat Silver nicht so ganz verinnerlich gehabt. Die springen auch einfach. Du musst alleine springen, rechne schon mit dem Arsch. Ja, so läuft das da. Bin ich schon wieder abgesoffen. Siehst du, das haben wir jetzt geschafft und kriegen 60 Punkte dafür. Da war ich in eine Richtung und hüpfst. Aber das schaffen wir hier wieder nicht, die 10 Münzen, wa? Keine Ahnung. Ne, es sieht nicht so aus, guck mal, wie wir fahren. Wir drehen nur so im Kreis. Aber dann kriegen wir es doch noch hin. 8, oh komm. Oh, haben wir doch geschafft. Geht's den Wasserfall runter, siehst du, kriegen wir wieder 50 Bonuspunkte. Da bin ich auch. Ich hatte keinen Bock, ich hatte Schiss vor dem Wasserfall. Ja, ich hab auch wieder runter. Jetzt müssen wir gegen diesen riesen Blooper kämpfen. Die ganzen Viecher vom Namen her kennst. Naja, Mario. Ein Mario-Kind. Außerdem steht's da. Nein, der war bei Super Mario Sunshine. Daher kenne ich die. Einfach den Tagen ausweichen und aufdrücken und macht da Aua. Also Bossfight Deluxe. Wie so immer bei Mario. Der war fast so schwer wie dieser Swifty bei Darkness. Cool. Und diese kriegen wir 160 Punkte für. Aber richtig gut. Das war nicht nur ein Erfolg, das war ein großer Erfolg. Stand da. Mit rechts, und er macht Bumm. Steht jedes Mal im Leben. Guck mal, wie langsam. Das ist doch komisch. Warum schlägt er das nicht aus? So, wir sind Erster. Wie immer. Team Luigi ganz hinten. Team Blatze weiter vorne, aber auch nur Dritter. Jetzt kommen wieder die Tipps am Ende des Spiels. Ganz schön lang so eine Folge, wenn man die spielt, war. Ja. Ich staune, dass uns da 800 Leute schon zugeguckt haben. Abgeschlossen. Habe ich, glaube ich, an dieser Stelle gerade gemacht. Aber eine Fahne von mir im Hintergrund. Da ist der Big Ben. Der Giant Dildo. Was? Der große Dildo. Weil ich mal den Haus hier. Haben wir doch gelernt, wo wir in London waren. Und ich war nicht bei. Ach so. Ach, stimmt ja. Du warst ja gar nicht in London. Toll. Mann, ja, ich weiß, was das für ein Haus ist. Alle Fans hier von uns, die haben es schon bemerkt. Sarah hat bei Mario Kart Wii auch über dieses Gebäude gesprochen. Ja, der große Dildo hat von unserer Lehrerin sich voll gefreut. Warum wohl? So, was ist jetzt? Achso, dieses Rumfliegen. Diskus, ja, das ist ein Scheißspiel, das ist so unübersichtlich. Mario! Jawohl, kürzer. Man sieht hier halt nicht wirklich durch und das macht deswegen keinen Spaß. Die Idee an sich ist ja ganz nett, aber. Also wie so Sonic-Universum. Ja, Sonic-Universum schon, deswegen mag ich es nicht. Ich hasse Sonic, ich verabscheue den. Das sind ja keine Münzen, wir sind ja bei Sonic. Ich war damals ein Sonic-Kind. Okay. Ich hab damals ein Sega von meinem Vater gehabt. Aber ich hatte Super Nintendo. Ja, war ich immer Sonic. Ich hab so ein riesiges Frühstück und so. Und heute ist Sonic tot. Sega pleite. Okay. Mein gut, Nintendo schreibt langsam auf miese Zahlen. Also er ist miese Zahlen, die machen Verluste, aber ist miese Zahlen. Keine Welt bewegen. Der 3DS verkauft sich Fabel. Die Wii ist okay, die ist gut. Aber Sega geht langsam, wobei Sega in letzter Zeit gute Spiele gemacht hat. Viele loben ja Rayman Origins. Rayman ist auch von dem Schiff, ja. Ach Quatsch, das ist ja Ubisoft. Rayman ist, hab ich gesehen, ich. Rayman ist Ubisoft, wie kommt jetzt da auf Sega? Weil ich für Sega gespielt, mit Sega hab ich meinen Partner noch Fußball gespielt, richtig alte. Wir haben heute in China gespielt, weil die waren immer zu stark für uns. Hm. Weiß ich nicht.
man die noch hat. Kleine Striche immer kleiner werden. Welche Striche? Ja. Ja, oder? Der reden immer leiser. Der reden wir immer leiser, unbewusst. Oder ich habe irgendwas umgestellt, aber was soll ich denn umgestellt haben? Ich kann mich mit dem Programm ja auch nicht aus. Ich drücke einfach aufnehmen und aufnehmen und stopp sind die zwei wichtigsten Knöpfe. Ich stelle es einfach im Nachhinein lauter. Gut ist. Kann man ja mit der modernen Technik alles machen. Ich glaube, die Folge geht noch gut 8 Minuten. Da fallen wir jetzt runter und stoßen uns alle weg, weil wir das Spiel noch nicht verstanden haben. Da muss man auf dieser. Da habe ich es mal geschafft, in der Mitte zu landen, aber ihr habt mich weggeschubst. Da! Hat es gesehen? Der blaue, Silver. Der hat mich weggeschubst. Und sonst hätte ich gewonnen. Aha. Dann guckt euch mal jetzt die Punkte an. Ich bin ein Punkt besser als Metal Sonic und er ist 2 Punkte besser als ich. Da. Ganz knappe Scheiße. Was war denn schlecht wie immer? Ja, schlecht würde ich es jetzt mal nicht so nennen. Ey, gib mir die 6 Euro, ja? Nein, die, warum? Das ist mein Essensgeld. Für was? Fürs Essen. Welches Essen? Fürs Essen. Ich will 2 Euro, dann kann ich zum Leckers gehen. Nein. Ach, warum? Nein. Kann ich ein Menü nehmen, nicht alles nehmen? Nein. Warum? Nein. Leg's dahin. Warum in der Schule kostet eine Rabisuppe? Rabisuppe 1,70. Das ist ja was Abartiges, oder? Ah, wieso? Der Cafeteria war auch voll. Der Cafeteria, ja, ein Tisch war besetzt. Ich glaube, die ganze Menge ist. Ja, der ganze Tisch war nicht voll. Metropolis. Das weiß ich nicht, das muss aus dem Sonic-Universum sein, aber ich kenn's nicht. Metropolis ist von Superman die Stadt. Ja. Sind sie jetzt von Mario und Sonic mal ein bisschen weggegangen und haben dafür. Ich hab einfach zu Superman rüber. Ich hab gar keinen Bock, die nächste Folge noch zu machen. Das war auch noch so cool gesehen. Hm. Ich weiß nicht, warum es weg ist. Auf einmal reden wir in jeder Folge über Kekse. Hä? Eigentlich reden wir nur in Folge 7 über Kekse am Anfang. Wir kommen zurück vom Kekse essen. Auf einmal fing jede Folge so an. Die Audiospur war weg. Ich hab's nicht bemerkt. Ich bin ein schlechter Let's Player. Ich hab einen. Na, ich geh auch wieder ins Internet. Macht ihr mir dauernd Herz? Falscher Stab Hochsprung. Wie würde ich bauen? So. Facebook, du warst uns zugucken, ihr kennt es ja. Oh, mir hat schon wieder einer geschrieben. Oh, 4 neue Nachrichten, ich hab's nicht gehört, weil mein Handy stumm war. Du hast gehört, du hast angeschrieben, dann hast mich berührt und gut. Ja, aber da hab ich zugeschrieben. Ich hab auch. So, ich wollte eigentlich jetzt mal. Oh, ich hab eine neue Benachrichtigung. 2 Leuten gefällt dein Beitrag, du so scheiße, sehe ich genauso. Weiß ich nicht, mir egal. Echt Schwein oder so? Ich weiß nicht mal, was los war. Schon wieder eine Mail von Spieletest. Meine Meinung zu Metal Gear Solid Snake Eater 3D wurde freigeschaltet. Ich werde sowieso nicht gewinnen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch mitmache. Mal gucken, vielleicht haben wir 9 Abonnenten jetzt in den letzten 13 Minuten. Schade, aber 4 neue Videoaufrufe. Wir können ihm aufhören, da immer so zu stellen. Ich guck den gleich mal an. Was war denn da überhaupt? Wirklich ein Scheißdreck, Mann. Ja, das willst du mir nicht. Wollte ich auch nicht, dafür nicht so. So. Wurde doch nicht angenommen, ne? Doch, nicht sehen. Ich hab keine Ahnung, wer denn ist. So, kannst du jetzt nicht anrufen. Ach, wieso? Immer Zeit. Viel spannend. Ach ja, dann müssen wir diese Rede da machen. Arschloch. Hat dich weggedrückt? Nee, Schwerbox. Oh, diese lilanen Dinger bringen extra Punkte. Das hat nichts anderes. Die fand ich scheiße. Nee, es war witzig, du hast das wieder nicht verstanden. Ja, ich mach mal einfach einen Weg vor der Hitze. Ja, außer Silver, der hat dann nicht mitgemacht. Ich hab mal ein Ding alle gemacht, weil ich mal eigentlich erster werden wollte. Aber irgendwie, guck mal, 138, 189, 93. Naja, Flurenspringen wird auch nochmal so eine Sache. Nehmen wir noch auf.
Die Folge endlich fertig. Wirklich. Oh, jetzt. Ich passe in der Mitte. Jetzt mal noch. Alter, ist mir runtergefallen. Das Gesicht. Nein. Weil in der Mitte war vielleicht das Ding so. Hab ich dich geschafft, nee, Mann. Nee. Nee. Na, 15 Minuten 16, gleich geht die Scheiße ja schon. Eins ist zu Ende, ist die letzte Disziplin, wie es scheint. Dennoch einmal nachmachen. Die nächste Folge ist auch nochmal nachsynchronisiert, aber dann der Party-Modus und. Also wir müssen da Hürdenlauf, Springreiten und Sprint, glaube ich, nachkommentieren. Ach, das Hürdenlauf war kacke, Springreiten war... Das war witzig bei der Mario Kart-Strecke da. Und Sprint war... Jetzt ist schon zu Ende, wie ich sage. Da haben wir uns wieder verquatscht. Jetzt seht ihr wieder schwarz. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss, wir sehen uns dann gleich. Yeah.